Es ist trotzdem gut zu wissen. Es ist trotzdem gut zu wissen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Also eigentlich geht es uns momentan inseltechnisch am besten. Ich meine, die werden später natürlich noch andere Inseln besiedeln, das ist mir klar. Gut, wir haben halt keine große Insel. Weil das hier halt schon eine große wäre. Das wäre eigentlich an und für sich auch eine große. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Oh, sagen wir, auf dieser Insel gibt es Eisenerz, die wir abarbeiten. Also auf dieser Karte. So. Nee, da will ich nicht gerne haben. Ja, ich mag das eigentlich ganz gerne, immer erstmal die Gegenden zu erkunden, um dann zu schauen, was wir auf dieser Inselwelt so alles haben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Und dann schauen wir auch einfach mal, was da sonst noch passiert. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. So, dann kannst du mal da anhalten. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. So, ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Wir müssen eigentlich nur noch hierher. Hierher. Dann haben wir die ganze Insel erkundet und dann können wir uns eigentlich mal auf die Entwicklung unserer Bürger freuen. Beziehungsweise uns um diese kümmern. So. Also ich nehme hier schon mal See. Ist zum Beispiel, hier habe ich noch Platz für... Ich meine, A habe ich da einerseits Platz für, aber andererseits habe ich da auch Platz für. So, was wir jetzt als erstes vielleicht mal machen ist, wir sollten wirklich mal Eisenerz, also nicht Eisenerz, sondern Werkzeuge einkaufen. Und zwar bis zu einer Menge von... 20 Tonnen, wir wollen uns ja erstmal nicht ruinieren. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Erzader wurde gefunden. Ihr seid auf eine Goldader gestoßen. Das ist ja unglaublich. So, dann fahren wir doch mal wieder nach Heim. Also nach Hause. Zu Heim. Nach Hause. Und dann denken wir mal drüber nach, wie wir jetzt weitermachen. Tabak kann man jetzt eigentlich momentan geben. Wir haben keine Tabakkonsumenten mit zu dem Fall. Was wir jetzt halt wirklich machen können, ist, wir können jetzt hier zwei Rinder. Wir haben ja hier den Spaß. So. Dann könnte man ja hier erstmal das Gezuppe wegmachen. Damit wir mal ein bisschen klarer sehen, wo die Limitierungen unserer Existenz sind. Also quasi das, was uns so im Wege steht. So, das wäre
einen sehe ich, dass wir da noch was hinbauen müssen und da noch was hinbauen müssen, damit wir da auch wirklich voll sind. Hier glaube ich auch. So. Und dann würde ich, also einmal hier und einmal da. So, das heißt, ich mache die Kante. So, da wäre es dann ja hier. Okay, das hätten wir alles. Gut, das heißt, da hinten haben wir eigentlich auch noch Platz für die Zuppe. Was ich jetzt wirklich als erstes angehen wollen würde, wäre zu sagen, wo setzen wir denn da noch Rinderfarm? Weil die eine ist ja echt nervig. Also, ja, ich meine, das kann man natürlich machen. Also, die liegen ja echt super. Schaffarm aber auch. Aber hier könnte ich ja noch... Dann würde ich mal schauen, ob ich da nicht noch irgendwo eine Schule hinbekomme. Abgesehen davon, dass die total bescheuert irgendwelchen Blödsinn gebaut haben. Okay, also ich würde dann mal Schule sagen hier. Nee, das ist doof. Also die Schule müsste ja, wenn dann, damit es Sinn ergibt, irgendwie so. Die Schule müsste so hin. So, dann würde ich mal nach der Gaststätte schauen. Wie müsste denn die hin? Auch so. Okay, das heißt, die Verbindung, den Verbindungsweg hier würde ich entfernen. Dann könnte nämlich da die Gaststätte rein. Das wäre okay. Bauchgefühl sagt mir, das wäre okay. Okay. Gut, dann bauen wir da als erstes mal die Gaststätte hin. So wäre das. Dann können wir da oben eine Schule hinbauen. Wir machen hier, zack, gleich die Flagge. Gut. Der sieht nämlich dann wieder nichts hart. Wunderbar. Gut, der kann eh weg. Ja, da komme ich ja nie hin. Mit meiner Feuerwehr komme ich da nie hin. Der kann auch weg. So, wie gesagt, wir müssen eventuell halt die... da komme ich auch mit der Feuerwehr nicht hin, das ist ja total bescheuert. Also wie gesagt, wir müssen halt eventuell unsere Ausrichtung von diesen ganzen Häusern ein bisschen korrigieren gelegentlich. Und wir haben schon mal die ersten Bürger, da kann ich einen höher gehen. Du, du, du. So, gut. Da geht es erstmal um die Grundversorgung von uns. So, und die hier will ich eigentlich fast gar nicht haben, muss ich sagen. Einkaufskosten, okay. Das heißt, wir kaufen momentan viel mehr Werkzeug, als wir eben zahlen können, oder fast zumindest. Deswegen bin ich hier fast am Überlegen, ob ich zu denen sage, Steuererträge und Betriebskosten, 162. Es fehlt an Nahrung. Ah, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Dann machen wir das doch mal so, dass wir hier sagen, zack, hier bitte. Ah, das war vielleicht dann vorher nicht ganz so clever. Und, nein. Und zack, hier.
hierher und daher und die Nahrung und wieder nach außen. Und dann sagen wir mal so. Und hier kann man das gleiche sagen. Wir können ja von unserem Handelspartner sagen, hey, hast du Nahrung für uns? Ja. Dann kommst du hierher. Zack. Und da auch Nahrung ausladen. Euer Volk braucht einen Arzt. Und dann würde ich sagen, go. So, und dann haben sie hier keine Nahrung mehr, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das brauchen wir hier unten auch alles gar nicht. Ah, das ist echt, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass wir da keine Nahrung haben. Vielleicht müssen wir die Karte nochmal anfangen. Das müssen wir mal schauen, ob wir die Karte nochmal anfangen müssen. Ja, zumindest mal ein bisschen Geld, aber... So, hier Nahrungstechnik schon mal, aber eigentlich auch nicht wirklich viel, muss ich sagen. Das heißt, die Route können wir eigentlich auch wieder abstellen. Das heißt, die Route da können wir auch eigentlich wieder abstellen. Ja, das war jetzt nicht ganz so pfiffig. Das war jetzt echt wirklich gar nicht so wirklich pfiffig. Ich glaube, die Karte muss ich nochmal anfangen. Weil, wie gesagt, ich glaube, das war jetzt ein bisschen doof. Wir könnten natürlich mit diesen zwei Schiffen hier rumfahren, erstmal die anderen Schiffe versenken. Jetzt gibt's hier schon wieder Pest, Leute. Nee, ich glaube, ich fange nochmal an. Also wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht so wirklich gut orientieren können. Und ja gut, auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt die Nahrung, wenn die anderen der drüben verrecken, müssen wir jetzt auch wieder. Wie gesagt, da müssen wir halt was überlegen, wie ich da prinzipiell vorgehe. Auf der anderen Seite bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt erstmal gemütlich an. Ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahme vor, ich kann wieder. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen präsenztechnisch unterrepräsentiert. Hat ein paar Gründe, weil ich momentan ein bisschen ausgelastet bin in meinem privaten Leben. Wenn wir mal einfach diesen Wahnsinn in den Pferden und so. Nichtsdestotrotz denke ich, mache ich mal eine kleine Pause schon wieder. Wir spielen danach an der Stelle hier dann weiter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ich habe Zeit, Cheerio, mit Augen. Man sieht sich und so.